Friede sei mit dir, O Aba Abdullah, ja Hussein. Friede sei mit Ali, Sohn des Husseins. Friede sei mit den Kindern von Hussein und Friede sei mit den Freunden von Hussein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Alhamdulillah, treffen wir uns eine weitere Nacht dieser heiligen Tage, dieser besonderen Tage, um das Ereignis von Karbala zu gedenken. Vorab möchte ich eine Überlieferung des Propheten erwähnen. Es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Friede sei mit ihm und seiner Familie, einst sagte: Die Absicht einer Person ist besser als ihre Tat. Wir haben mehrmals über die Absicht und die Bedeutung der Absicht, der gesunden Basis gesprochen. Bevor ich mit dem heutigen Vortrag beginnen möchte, lasst uns kurz den gestrigen Vortrag zusammenfassen. Und zwar, wir haben gestern zum Teil über die Person Muslim bin Aqil, der Cousin und der Gesandte von Imam Hussein a.s. gesprochen und welche besondere Rolle, welche Bedeutung sein Aufstand in Kufa im Verlauf der Ereignisse von Karbala hatte. Auf der anderen Seite haben wir über die gesunde Basis, die aufrichtige Absicht gesprochen. Hierzu haben wir mehrere Beispiele erwähnt. Zum einen jene Frau, Tawa, die Muslim Zuflucht gewährleistet hat, während die Leute in Kufa ihn verraten haben. Weiterhin haben wir die Wünsche von Muslim bin Aqil erwähnt an dem Moment seiner Hinrichtung. Einer seiner Wünsche war, dass er eine Schuld begleichen wollte, indem er seine Rüstung verkauft. Hier sollten wir uns fragen, wie viele Schulden haben wir? Es müssen keine materielle oder finanzielle Schulden sein. Schulden gegenüber unseren Imame, gegenüber Gott, gegenüber unserer Religion, unserem Propheten, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Damit wir ehrlich mit uns umgehen können und diese Frage uns gelegentlich stellen können, haben wir einige Indikatoren erwähnt. Drei Indikatoren waren das. Wisst ihr noch, welche diese waren? Als erster haben wir erwähnt das Gebet. Und zwar, wie respektiere ich das Gebet? Nehme ich es ernst oder eher auf die leichte Schulter? Verrichte ich das Gebet durchgehend oder gelegentlich? Auch in Umständlichkeiten, wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit, auf einer Reise mich befinde oder in der Schule oder eher, wenn ich Lust und Laune dazu habe. Zweitens haben wir die heiligen Orte erwähnt, sprich die Grabstätten der Propheten oder der Imame, a.s. oder auch zum Beispiel die Kaaba bei der Pilgerfahrt beispielsweise. Wenn wir an solchen Orten sind, fühlen wir eine bestimmte Nähe zu Gott, zu unseren Imamen, zu Ahlul Bayt, alayhim salam, oder sind diese Orte gleichgültig für uns? Und drittens haben wir die Trauerveranstaltung für Ahlul Bayt als Indikator ernannt und uns die Frage gestellt, nehmen wir an solchen Veranstaltungen teil, weil wir davon profitieren wollen, weil wir um Ahlul Bayt trauern, weil wir diese Ereignisse gedenken wollen oder eher, weil uns jemand gezwungen hat. Jeder sollte ehrlich mit sich sein und sich diese Fragen stellen. Soweit, so gut. Mit dem geschichtlichen Teil sind wir, wie gesagt, da gekommen, dass Imam Hussein a.s. von Mekka Richtung Kufa marschiert hat mit seiner Karawane. Und lasst uns heute nun darüber reden, wie Imam Hussein a.s. eigentlich vom Wege nach Kufa Richtung Karbala geführt wurde. Und zwar, während der Imam
auf der Reise war, erhielt er die Nachricht mit dem Tod, mit der Ermordung von Muslim ibn Aqil. Und dies verletzte den Imam sehr, denn es war der erste Signal, dass die Leute in Kufa ihn verraten haben. Er sammelte seine Anhänger und hielt eine Rede. Ich sprach zu ihnen und sagte: Soeben habe ich die Nachricht erreicht, dass mein Gesandte und mein Cousin Muslim ibn Aqil ermordet wurde und verraten wurde. Das heißt, die Leute in Kufa haben uns verraten und die warten auf uns, auf mich, um mich umzubringen, nicht mehr zu unterstützen. So seid ihr daran nicht schuldig. Ich bin der gesucht ist. Und ich erlaube euch, mich zu verlassen. Einige der Anhänger ließen sich von der Liebe zum Diesseits, von den Einflüsterungen des Teufels beeinflussen und verließen den Imam. Der Imam setzte seine Reise fort, bis er einen Ort erreichte, an dem er Al-Hur und die Soldaten von Ubaydullah ibn Ziyad begegnet hat. Es waren ungefähr um die 1000 Soldaten. Als Al-Hur mit seinen Soldaten den Imam und seine Karawane begegnete, bat er ihn darum, Wasser zu bekommen. Und der Imam und seine Anhänger gaben ihnen reichlich viel Wasser. Nicht nur den Soldaten, sondern auch ihre Pferde. Und hier sollten wir eins erkennen, die Großzügigkeit der Ahlul Bayt. Obwohl der Imam weiß, dass diese Soldaten ihn umbringen werden, seine Kinder, sein Säugling, lässt er den Fragenden nicht mit leeren Händen zurückkehren. Und hier, wir kommen alle zur Trauerveranstaltung von Imam Hussein a.s. mit vielen Wünschen. Denken wir, dass er uns mit leeren Händen nach Hause zurückgehen lässt, wenn er sogar seine Gegner die Wünsche erfüllt? Es vergeht die Zeit und es kam halt zum Zeit des Mittagsgebetes. Da sprach Al-Hur zum Imam, oder der Imam fragte Al-Hur und sagte: Betest du mit deinen Soldaten? Al-Hur sagte: Bete du mit deinen Anhängern und wir schließen uns euch zu. Der Imam a.s. verrichtete das Gemeinschaftsgebet und hielt zwischendurch mehrere Reden. In einer der Reden hieß es zusammengefasst oder sinngemäß: O Leute, wenn ihr Gott fürchtet und die Wahrheit erkennt und das Recht und seine Leute, wahrlich darin liegt Gottes Zufriedenheit. Und wenn ihr uns erkennt, so solltet ihr wissen, dass wir berechtigt sind, die Wilaya oder die Führerschaft der Nation, der islamischen Nation zu übernehmen. Mehr als jene, die unberechtigt und eigentlich ungeeignet dafür sind, jedoch die Macht übernommen haben durch Unterdrückung und Gewalt. Wenn ihr euch jedoch anders entschieden habt als in euren Briefen, wenn ihr die Wahrheit nicht erkennt und wenn ihr unser Recht, der Ahlul Bayt gegenüber euch, leugnet, dann verlasse ich euch. Und da fragte Al-Hur und sagte: Welche Briefe sind das? Der Imam bat einen seinen Anhänger, dass er die Briefe bringen sollte. Und der Imam zeigte ihnen das auch als Beweis: Das habt ihr mir geschrieben. Und da antwortete Al-Hur: Wir gehören nicht jenen, die euch angeschrieben haben. Das sind immer indirekte oder auch direkte Zeichen für Imam, dass die Leute nicht mehr zu helfen sind, dass sie ihn verraten und dass sie ihn umbringen wollen. Al-Hur mit seinen Soldaten hatte einen Befehl von Ibn Ziyad, dass er Imam Hussein a.s. und seinen Anhängern davon abhalten soll, Kufa zu erreichen. Er soll ihn ablenken von seinem Weg. So sagte Al-Hur: Ich kann dir eine Möglichkeit anbieten, und zwar, dass du weder zu Kufa gehst, noch zurückgehst nach Medina, also von dem Ort, woher der Imam kam. Ansonsten habe ich das Befehl, dass ich dich
zu Ibn Ziyad bringe. Die Karawane des Imams ging weiter, bis sie einen Ort erreichten, und in der Zwischenzeit schickte Ibn Ziyad einen Gesandten zu Al-Hur mit einer Nachricht. Darin stand oder hieß es zusammengefasst, er soll Imam Hussein a.s. nicht in Ruhe lassen bzw. begleiten und ihn an einen Ort weit vom Wasser bringen. Während der Imam mit seinen Anhängern ihren Weg fortsetzten, erreichten sie einen Ort, und da verbietete ihn Al-Hur und seinen Soldaten, weiterzugehen. Er sagte, hier solltet ihr unterkommen, und dieser Ort ist nicht weit entfernt vom Euphrat, der Fluss. Einer der Anhänger von Imam Hussein a.s. fragte den Imam, O mein Herr, wieso bekämpfen wir sie nicht? Das ist eine kleine Truppe. Und es ist leichter, diese zu besiegen, bevor die große Armee kommt. Der Imam antwortete und sagte, ich will nicht den Kampf beginnen. Und dies waren auch das Verhalten, wie auch die Eigenschaften des Propheten, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, und der Imame, Imam Ali alaihi salam, der Fürst der Gläubigen. Hier sollten wir eins erkennen, dass die Kriege in der Geschichte des Islams eher oder überwiegend oder in erster Linie Verteidigungskriege waren. Es sei denn, die Ungläubigen haben einen Verrat begangen oder haben ein Abkommen gebrochen. Deswegen sollten wir wissen, dass wenn jemand oder wenn der eine und andere sagt, der Islam sei nur durch Schwert und Blut verbreitet worden, dass das nur Lügen sind. Denn wir haben die Eigenschaften und die Überlieferung. Wir kennen unsere Imame und ihr Verhalten. Später fragte Imam Hussein a.s. seine Anhänger nach dem Namen dieses Ortes. Und sie antworteten, es heißt Karbala. Der Imam sagte Karbun wa Bala. Auf Deutsch übersetzt, so viel wie Unheil und Leiden oder Leiden und Unheil. Und er sagte daraufhin, laut einer Überlieferung, dass während Imam Ali a.s. auf dem Weg nach Safin war, die Schlacht von Safin, dass Imam Hussein ihn damals begleitet hat. Und sie sind damals an diesem Ort vorbeigegangen. Der Imam, Imam Ali a.s. fragte damals auch seinen Anhängern nach dem Namen dieses Ortes und sie sagten Karbala. Er sagte, sie werden hier unterkommen und ihr Blut wird hier vergossen. Die Anhänger fragten Imam Ali a.s. nach der Bedeutung seiner Worte. Und er antwortete daraufhin und sagte, Anhänger der Prophetenfamilie wird hier unterkommen. Später nahm er ein Stück Erde und roch daran und sagte, wahrlich, dies ist die Erde, die Gabriel dem Propheten gebracht hat und ihm die mitgeteilt hat, dass Imam Hussein, sein Enkelsohn, von seiner Umma umgebracht wird. Die Erde war damals rot von seinem Blut. An der Überlieferung könnt ihr euch noch erinnern, die wir am ersten Tag erwähnt haben. Dies war direkt bei der Geburt von Imam Hussein a.s. Ich denke, wir machen hier einen Abschnitt mit dem geschichtlichen Verlauf der Ereignisse und versuchen einige Lehren zu erkennen. Ich möchte gerne hier die Person Al-Hur näher betrachten oder näher erwähnen, Details über ihn. Wisst ihr, wer Al-Hur ist? Eigentlich, wie wir gerade gehört haben, war Al-Hur derjenige, der Imam Hussein nach Karbala führte. Wäre er nicht da gewesen, hätte vielleicht der Imam seinen Weg fortsetzen können Richtung Kufa und der Verlauf wäre vielleicht ganz anders gewesen, als wie wir es kennen. Aber es ist so verlaufen und er hielt den Imam davon ab, Kufa zu erreichen. Dies alles warum? Weil er einst die Liebe zum Diesseits folgte. Er war davon beeinflusst
welchen Ruhm und Ruf vielleicht Ubaydullah ibn Ziyad ihm versprochen hatte. Aber wir sollten auch kennen, dass Al-Hurr eigentlich zu den Anhängern von Imam Hussein a.s. am Tage von Ashura war. Im letzten Moment hat er die Wahrheit erkannt und am 10. von Muharram hat er Reue gezeigt und Imam Hussein um Verzeihung gebeten für seine Tat. Und er ist auf der Seite von Imam Hussein a.s. gestorben. Wie kann das sein? Eine Person, die vielleicht ihr lebenslang gesündigt hat, weit vom geraden Pfad war, dass sie in einem Moment die Reue zeigt, jedoch wahrhaftig die Wahrheit erkennt, sein Ego besiegt, die Liebe zum Diesseits und sich für den Imam, für den wahren Weg entscheidet. Hierzu möchte ich noch eine weitere Überlieferung erwähnen. Und zwar, es wird überliefert, dass zu Zeiten der Kriege oder zu einem der Kriege zur Zeit von Imam Ali a.s., der Hurr war ein Gegner von Imam Ali. Und jedes Mal, als er mit dem Imam Ali a.s., in einem direkten Zweikampf war, Imam Ali hat ihn ständig zur Seite geschubst. Er wollte ihn nicht umbringen. Die Anhänger überraschten sich und sagten, oh unser Herr, wieso bringst du ihn nicht um? Daraufhin antwortete der Imam, er sagte, eines Tages wird die Zeit kommen, dass diese Person uns unterstützen wird. Das ist nicht fremd von Imam Ali a.s., denn wir haben bereits die Überlieferung erwähnt über den Propheten. Ali ist mit dem Recht und das Recht ist mit Ali. Es dreht sich, wohin auch er sich dreht, Imam Ali a.s. Es war die Reue, die wahrhaftige Reue. Bevor ich darauf oder detaillierter darauf eingehe, möchte ich noch eine weitere besondere Person oder Anhänger von Imam Hussein a.s. erwähnen. Es ist John. John war einst ein Christ, der zum Islam konvertiert ist. Und er war ein Diener von Abu Dharr, einer der Gefährten von Ahlul Bayt. Abu Dharr war damals ein armer Mann. So, wie ist das Leben dann eines Dieners, eines armen Mannes? Nicht sehr zufriedenstellend. Als Imam Hussein a.s., wie gesagt, in Mekka ankam, schenkte ihm Abu Dharr seinen Diener, diesen Diener John. Und John begleitete den Imam nach Kufa, jedoch als Diener, der seinen Herr folgen muss. Als es soweit war, in der Nacht zum 10. von Muharram, sammelte Imam Hussein a.s. seine Anhänger und machte die Lampen aus oder löschte das Feuer bzw. das Licht und er sprach zu ihnen, die Leute wollen mich umbringen, ihr seid jedoch nicht schuldig. Ich habe das Licht ausgemacht, damit keiner sich schämt, mich zu verlassen. Nutzt die Dunkelheit der Nacht und rettet euch vor dem Tod, vor dem sicheren Tod. Und falls ihr euch schämt, dass ich jemanden sehe, werde ich auch zum Boden schauen, meinen Kopf nicken. Welche Moral, welche Achlag das sind. Als der Imam später die Lampen oder das Licht anmachte, blieben nur noch wenige Anhänger. Denn nicht alle waren treu. Unter denen war John. Der Imam ging zu ihm und fragte ihn, oh John, du hast uns begleitet, um deinen Lebensunterhalt zu sichern. Sprich Essen und Trinken, er war ja ein Diener. Nun jetzt
erlaube ich dir, mich zu verlassen. Denn du bist nicht schuldig. Die Leute wollen mich umbringen. Du bist sozusagen frei. Wie antwortete John darauf? Er sagte, o mein Herr, in guten Zeiten habe ich in eurem Hause die Teller leer gegessen. Soll ich euch in den schweren Zeiten im Stich lassen? Ich werde auf eurer Seite kämpfen, bis dieses schwarze Blut mit eurem Blut sich vermischt. Am Tage von Ashura, nachdem die Schlacht stattgefunden hat, die Schlacht, und als John gefallen ist, ging der Imam a.s. zu ihm und legte seinen Kopf auf seinen Schoß. Auf dem anderen Bein legte er auch den Kopf seines Sohns Ali al-Akbar. Beide zwischen seine Hände. Und John öffnete seine Augen und sah den Imam bei sich. Und fragte sich, wer bin ich, dass der Sohn, der Enkelsohn des Propheten, meinen Kopf auf seinem Schoß legt? Erkennen wir hier die Erbarmung von Ahlul Bayt alayhim salam? Es ist eine Erbarmung für die Menschheit, abgesehen davon, ob Christ, Jude, Muslim, Sklave, Diener, schwarz, dunkelhäutig oder weiß. Wo sind dann die Personen, die für die Menschenrechte kämpfen? Wir hören oft in den Nachrichten, Menschenrechte, Menschenrechte da, Menschenrechte hier. Und wir hören, die Regierung versuchen Regelungen zum Schutz der Gleichberechtigung festzulegen. Nur bis jetzt, Jahrhunderte, haben sie es nicht geschafft und auch in der Zukunft werden sie es nicht schaffen, solange sie den wahren Weg nicht erkennen. Was ist das Besondere da? Zwei Geschichten, zwei besondere Persönlichkeiten, die sich im letzten Moment entschieden haben, auf dem wahren Weg zu bleiben. Al-Hurr zeigt Reue, jedoch eine aufrichtige, eine wahrhaftige Reue. Und John lässt sich nicht von seinem Ego beeinflussen, von seiner Triebe, von der Liebe zum Diesseits und bleibt standhaft zur Seite des Imams. Wann sollten wir endlich Reue zeigen? Sollten wir uns nicht die Frage stellen, dass irgendwann die Zeit kommen soll, mit den Sünden aufzuhören? Der Mensch hofft zu viel und sagt morgen, bald kommt es die Zeit, noch einmal, vielleicht einmal noch hier zu sündigen, einmal dort, das ist Makruh, das ist nicht ganz, das ist keine große Sünde, ich darf es noch einmal vielleicht tun oder begehen, aber haben wir eine Garantie dafür, dass wir die nächsten Stunden am Leben verbringen werden? Keiner von uns. Und keiner von uns ist frei von Sünden. So lass uns endlich die Zeit nutzen und wir sind zur Zeit in heiligen Tage oder diese Tage, die wir oder an denen wir das Ereignis von Karbala gedenken. Lass uns diese Möglichkeit ausnutzen. Falls jemand bis heute sein Gebet nicht ernst genommen hat, nicht durchgehend, sondern nur gelegentlich, wenn er Lust und Laune verrichtet hat, dann sollte er vielleicht langsam Reue zeigen. Denn dies ist eine Pflicht gegenüber Allah, die Gott uns vorschreibt und nicht wir uns festgelegt haben. Falls jemand vielleicht die Angelegenheiten, die Regelungen der Reinheit, rituelle Reinheit, Tahara, noch nicht kennt, noch nicht kennengelernt hat, so lass uns diese lernen. Ich denke, unter uns gibt es viele, die bereits die religiöse Reife erreicht haben. Haben wir das Regelwerk oder die Risale der Maraja gelesen? Kennen wir unsere Pflichten und Rechte? Bis wann sollen wir die Zeit unwissend verbringen? Das sind Fragen, die jeder eigentlich, angefangen bei mir, mitnehmen sollte und sich stets stellen sollte. Bevor ich den Vortrag noch länger
ziehe, möchte ich noch zum Schluss eine Überlieferung erwähnen. Und zwar Al-Marja Al-Mar'ashi, rahmatullah alayhi, einer der großen Maraja, der bekannten Gelehrten. Er erzählte von einem Ereignis. Und zwar eines Tages gab es einen armen, jedoch gläubigen Diener, der ständig zum Gebet oder zu Gebetszeiten das Gebet in der Moschee verrichtet hat. Und das sind Zeichen, die eigentlich dafür ausreichen, dass wir über eine Person gute Entscheidung oder einen guten Eindruck bekommen, wenn er das Gebet ständig respektiert, ständig verrichtet, dann zeigt es ein Bild, dass er in Verbindung mit Allah, mit seiner Religion ist, dass er gläubig ist. Nach einer Zeit hat ihn der Marja Al-Mar'ashi ihn vertraut. Und damals gab es sozusagen Gelder, die aufgehoben wurden, um für die Armen ausgezahlt werden, damit sie eine bestimmte Arbeit erledigen. Er traf sich mit diesem Diener und gab ihm einen Teil dieser Gelder, damit er eine Arbeit erledigt. Mal gab er ihm 1000 Tuman, das ist die Währung von Iran, die iranische Währung, mal 10.000, mal 20.000, in der Hoffnung, dass dieser Diener auch diese Arbeit erledigt. 1, 2, 3, 4 Jahre, die Zeit vergeht. Jedoch, wie lange soll der Mensch sich vom Teufel verführen lassen? Der Mensch ist stärker als der Teufel. Nur warum ergeben wir uns schwach gegenüber dieses Geschöpf? Eines Tages kommt dieser Diener zum Merja und sagt: Oh mein Herr, ich möchte mit Ihnen unter 4 Augen sprechen. Der Merja machte Platz für ihn und räumte halt ein Zimmer auf. Und sagte: Bitte, jetzt hört uns keiner, wir können unter 4 Augen sprechen. Er sagte: Mein Herr, ich habe sie all die Jahre verraten. Der Merja überrascht: Wieso und wie? Er sagte: Es ist Tatsache, ich habe sie verraten und ich bereue es. Der Merja sagte: Wie denn? Erzähl mir. Er sagte: Das Geld, was du mir gegeben hast, damit ich die bestimmte Arbeit erledigen musste, habe ich für etwas anderes ausgegeben. Der Merja Al-Mar'ashi, schockiert, sagt: Wie kannst du das nur? Wie kannst du deine Geschwister, die Muslime, verraten? Das Geld war für die Muslime und nicht für eine bestimmte Person. Wie kannst du die Imame verraten? Wie kannst du deinen Imam der Zeit, Imam Al-Mahdi, Ajallah Faraja, verraten? Der Diener bereut seine Tat und sagt: Ich bereue es. Ich wurde leider all die Zeit vom Teufel verführt. Nun jetzt möchte ich das Ganze wieder gut machen, meine Sünde loswerden. Wie kann ich das nun? Der Merja meint: Okay, lass uns erstmal all die Summe zusammenzählen, die du all die Jahre oder über die Zeit erhalten hast. Die haben das Geld zusammengezählt und es ist eine große Summe rausgekommen. Wir haben gesagt, es war ein armer Mann. Der Merja sagte: Damit du deine Sünde los wirst, musst du zumindest das Geld zurückzahlen, denn das gehört dir nicht. Der Merja sagte: Okay, ich werde das Geld zurückzahlen. Der Diener. Daraufhin fragte der Merja: Wie willst du das denn? Wo willst du diese große Summe herbekommen? Der arme Mann antwortete: Ich habe einen Laden, wovon ich meinen Lebensunterhalt sichere oder wovon ich lebe. Ich werde diesen verkaufen, um die Summe auszugleichen oder zu begleichen. Und hier nochmal ein Hinweis, um eine Schuld zu begleichen, was wir von Muslim gestern und heute nochmal kurz erwähnt haben. Der Merja fragte: Wie willst du dann leben, wenn du diesen Laden verkaufst? Er sagte: Gott wird mit mir sein. Ich will hauptsächlich meine Sünde loswerden und mich bereinigen. Tatsächlich verkauft er diesen Laden und es ist eine Summe rausgeworden, die ausgereicht hat. Er zahlte das Geld
und ist somit seine Sünde losgeworden. Nach einer Zeit, während er die restlichen Tage seines Lebens durch Betteln verbracht hat, kam die Nachricht, dass dieser Mann gestorben ist. Aber wie ist er gestorben? Tatsächlich hat er gesündigt, große Sünde. Aber vor seinem Tod war er rein und nach seinem Tod ebenfalls rein. Und wie hat er das geschafft? Ein Wort war es. Ich bereue es, sagte er. Und er hielt sich daran fest. Welch ein starker Wille. Haben wir so einen Willen? Können wir wahrhaftig die Reue so zeigen und uns daran festhalten, auch wenn es uns Umständlichkeiten verursachen wird? Denn es heißt, ungefähr oder sinngemäß übersetzt, der Vers, und wahrlich, das Jenseits ist besser für dich als das Diesseits. Sollten wir nicht endlich die wahrhaftige Reue zeigen und wie diesen einen Mann, wie El-Hur, wie gesagt, der im letzten Moment sich vom ewigen Höllenfeuer gerettet hat, durch eine wahrhaftige Reue. Vielleicht sollten wir auch nicht den ganzen Vortrag einige Punkte mitnehmen und mit uns ehrlich sein. Demgemäß, Friede sei mit Abu Abdullah al-Hussein, Friede sei mit Ali, Sohn des Husseins, Friede sei mit den Freunden, mit den Kindern von Hussein, Friede sei mit den Freunden von Hussein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bitte Gott darum, dass er unsere Mühen reichlich lohnt. Sallallahu alaihi wa sallam.